Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. In der letzten Folge haben wir die Quarianer und die Geth auf unsere Seite gebracht und wir haben das letzte Interview mit der Diana Ellers geführt. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, mit ihr in die Kiste zu hüpfen oder sie wegzuschicken. Aber ich habe ja gesagt, Liara. Also, ich wusste gar nicht, dass ich mit ihr auch. Also, die Option ist ja cool, aber ich versuche weiterhin bei Liara dran zu bleiben. Wenn ich es nicht schaffe, in diesem Spiel eine der Damen flach zu legen, dann ist es jetzt meine Schuld. Aber ich glaube, ich habe noch eine Chance bei Liara. Ich glaube, ich habe da noch eine gute Chance. Aber Diana, nö, die. Nein, das wäre ja hier. Reporterinnenbestechung oder whatever. Mach mal nicht. Ich will Sie nicht aufhalten. Wenn Sie nichts dagegen haben? Sagen Sie der Galaxie, was passiert ist. Sie kann gute Nachrichten gebrauchen. Zu Befehl, Commander. Tschüss. Hat zwar auch eine gute Figur, aber nö, ich hab ja gesagt, wir machen das nicht. Nein. Nein, das, nee. Wir haben die Geth Corps noch dazu bekommen. Wir kriegen immer mehr dazu. So, ab zum Crewdeck. Und da gehen wir jetzt nochmal zu Liara. Und ich glaube, wenn jetzt schon diese Möglichkeit kam, dann kommt jetzt auch die Möglichkeit bei Liara. Also ich habe die Hoffnung. Auf geht's! Haben Moin! Haben wir neue Techniker für den Tigel gefunden, Glyph? 5 ehemalige Wissenschaftler von Zonex Industries, die versucht haben, gestohlene Proteaner-Technologie vom Planeten Garvuk zurückzuentwickeln. Offiziell werden sie immer noch wegen Unterschlagung proteanischer Technologie vom Rat gesucht. Und sie spielten wohl bei dem illegalen Krieg eine Rolle, den Zonex auf Garvuk angezettelt hat. Der Rat wird sie bestimmt amnestieren, wenn sie dafür beim Tigel helfen. Gib diesen Wissenschaftlern Straffreiheit und schicke ihnen eine Einladung. Sofort. Alles klar, dann Liara, auf geht's, enttäusch mich nicht. Die Migrantenflotte und die Kriegsschiffe der Geth haben sich Admiral Hackett angeschlossen. Schön. Ich glaube, ich habe verkackt. Okay. Dr. Tassoni hat in den von Ihnen ja, jetzt sei ruhig. Nützliche Informationen entdeckt. So, ja. Ist ja gut. Dann vermute ich mal, dass es doch auf der Zitadelle ist. Ich bin mir sogar fast sicher. Shepard, unterwegs mit der Normandy. Da gibt's keine Langeweile, was? Meldungen von Palavan? Ja, und sie gefallen mir gar nicht. Die Kroganer können trotz voller Truppenstärke die Reaper nur bremsen, aber nicht aufhalten. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Neues von Ihrer Familie? Aber Primarch Victus wollte meine Meinung zur Flottenstärke nach Fertigstellung des Tigels hören. Es ist immer noch komisch, wenn mich jemand sowas fragt. Sie wissen, was Sie tun, Garrus. Bestimmt, das kann jeder sehen. Mag sein, aber man versucht ewig dazuzugehören und wenn es endlich klappt, ist es anders als erwartet. Wie das? So viele Fragen und von jeder Antwort hängt immer gleich 1 Million Leben ab. Man tut sein Bestes mit den vorliegenden Informationen, genau wie bei C-Sicherheit. Sie haben recht. Aber langsam begreife ich, warum die Galaxie hin und wieder kaltherzige Diktatoren braucht. Sie setzen Dinge durch. Und die Konsequenzen sind ihnen gleichgültig. Vermutlich brauchen wir das jetzt, Shepard. Eiskalte Berechnungen. Hier sterben 10 Milliarden, damit dort 20 Milliarden leben können. Sind wir dazu bereit? Sind Sie's? Oh Mann, schon wieder so eine Frage, wo ich am liebsten die Nummer 3 nehmen würde. Ich nehme die Dry. Dense mit der Gänse. Ja, komm. Wenn unser Zögern alles Leben in der Galaxie vernichtet, haben wir dann eine Wahl? Das wird ein richtig harter Krieg. Mhm. Das wird es. Mr. Garrison. Garrus meine ich natürlich. So, was haben wir? Nee, hier haben wir. Okay. Dann gucken wir nochmal ganz kurz bei der Frau Doktor rein. Die ist ja, glaube ich, hier drin. Ja, da ist sie. Commander? Hier unten alles in Ordnung, Doktor? Ich räume noch auf. Mordin war großartig. Aber Ordnung war überhaupt nicht sein Ding.
Das überrascht mich nicht. Ich werde Mordin vermissen. Nicht nur seinen Gesang. Aber es geht weiter. Oh, ich würde sie gern untersuchen. Stimmt denn etwas nicht mit mir? Doch, aber die kybernetischen Implantate von Cerberus sollten wir im Auge behalten. Es war teuer, mich zurückzubringen. Und jeden Cent wert. Wir sollten einfach auf Nummer sicher gehen. Gut, schaden kann's ja nicht. Aber diesmal ohne Skalpell, Doc. Schon enttäuschend, dass ich sie nicht aufschneiden muss. Ich überprüfe nur mit dem Diagnoseprogramm ihre Implantate und ermittle ein paar Werte. Die Behandlung ihrer Narben hat einen schönen synthetischen Proteinüberzug erzeugt. Und ihr Körper hat die Implantate gut angenommen. Zum Glück. Sie waren nicht billig. Das war's schon. Sie sind völlig gesund. Wir sehen uns später, Doktor. Viel Glück, Shepard. Danke für den kurzen Check. Was ist das denn? Bonuskräfte. Keine Ahnung, was das ist. Dann den hier. So. Und wer ist hier drinne? Komme ich nicht runter. Hier ist gar nichts. Ah. Okay, ab zur Zitadelle. Mann. Crazy. Ich habe gehört, Sie waren am Boden bei dem Reaper. Er hat ein paar Mal auf uns geschossen. Joker ist völlig irre Manöver mit der Normandy geflogen, um aus der Schusslinie zu bleiben. So ein Kampf ist wirklich hart. Vor allem, wenn man nicht selber am Steuer sitzt. Aber Joker ist einer der Besten. Zuerst wurde mir in der Sicherheitshalterung richtig schlecht. Aber dann wurde ich wütend. Richtig wütend. Ich wollte nur, dass das Ding stirbt. Wollten Sie das beim Angriff der Reaper auf die Erde nicht? Ich wollte Ihre Niederlage und die Rettung der Erde. Aber ich wollte sie nicht selbst zerreißen und in die Luft sprengen. Glückwunsch, Trainer. Ich glaube, Sie haben Ihren Kampf- oder Fluchtinstinkt entdeckt. Vielleicht hätte ich beim Schach bleiben sollen. Aber jetzt stört mich, dass dabei so wenig explodiert. Commander? Die ist komplett durchgeknallt. Die ist komplett durch im Leben. Die ist komplett durch. So, wir sind jetzt auch durch und zwar fast mit der Story von Mass Effect 3. wir gehen jetzt nochmal ganz kurz zur Zitadelle zurück. Oh, was hat's denn hier? Da hat's auch noch irgendwas Cooles. Komm, wir gucken da mal rein. Wir gucken nochmal rein. Ich glaube, hier ist nämlich noch eine kleine Mission, die wir machen können. Also gucken wir mal kurz hinein. In die Mission. Ich glaube, bei Equitas. Nö, nicht bei Equitas. Ja, ihr könnt. Ausweichen erfolgreich. Irgendwo hier muss es doch was geben. Ups, jetzt bin ich zu schnell gewesen. Hier muss es doch irgendwas Cooles geben, oder? Nee. Hier nicht. Eros. Da nicht. Da nicht. Nirus. Da auch nicht. Ja, Mensch. Das ist doch voll doof. Jetzt mal ehrlich. Jetzt kommen gleich wieder die Reaper angeschossen, die blöden Penner.
Ach, ich mag die Reaper nicht. Ja, okay, ich hau ja schon ab. Ah, okay, schade. gut. Ab zur Zitadelle. Keine Ahnung, wieso das dann so komisch leuchtet. Aber ich kann nicht hin. Das ist doof. Scannen! Asari Ratsherrin treffen. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ich brauche ein Taxi zum Präsidium. Steht umgehend zur Verfügung. Cool. Sehr schön. Jetzt gucken wir nochmal, ob Liara jetzt mit uns am Chatten ist. Aber ich glaube tatsächlich nicht, oder? Ah, die war da drüben, ne? Seit wann geht's eigentlich hier runter? Okay, vergesst, was ich gerade gesagt habe. Hier geht's schon immer runter. Okay. Da steht sie. Wie immer. Und macht nichts. Hallo, Shepard. Ah, es war ja klar. Okay, das heißt wahrscheinlich kurz bevor die Landung auf die Erde stattfindet, wird wahrscheinlich nochmal cooles Ding kommen. Nicht, dass ich es schon verpasst habe. Dann habe ich ja sogar meine letzte Chance, Diana Allens, auch ausgeschlagen. Das wäre fatal. Fatal, aber egal. Ich sprinte hier nämlich trotzdem wie ein cooler Boy durch die Hood. Vektorstatus erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel. Einen Moment bitte. Und reden jetzt mal mit der Asari-Botschafterin. Jetzt bin ich mal gespannt, was die so sagt. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Kämpfen Turianer und Kroganer. Yay. Vielleicht könnten Sie das Mädchen ja zu Ihrer Familie schicken. Nein. Okay, ich schätze mal hier. Stellen Sie alle übrigen Akten sicher und versehen Sie sie mit einer Tentron-Freigabe. Commander Shepard. Haben Sie was gefunden? Wir setzen unsere Untersuchung von Ratsherr Udinas Aktivitäten fort. Es ist nach wie vor unklar, wie er den Putschversuch vorbereiten konnte. Wie auch immer, ich muss mit Ihnen über eine andere Sache sprechen. Die Lage der Asari-Republiken hat sich zum Schlechteren entwickelt. Soweit wir wissen, fehlt Ihrem Tigel immer noch eine wichtige Komponente, die Sie den Katalysator nennen, nicht wahr? Wissen Sie, wo er ist? Leider nicht, aber wir haben ein Artefakt auf unserer Heimatwelt Tessia, von dem nur höchste Kreise wissen. Und weiter? Sagen wir, es kann Ihnen dabei helfen, den Katalysator zu identifizieren. Das Artefakt befindet sich in einem Tempel bei diesen Koordinaten. Ein Wissenschaftsteam wird Sie dort unterstützen. Okay. Also nochmal die finale Mission vor dem Endfight auf der Erde, schätze ich mal. Oder die zweitletzte Mission, danach müssen wir noch den Katalysator finden und dann kommt der Endkampf. Es schreibt mich irgendjemand bei Steam an und ich hasse es. Aber egal, wir machen weiter. Okay. Haben Sie vielen Dank. Es ist zu unser beider Nutzen. Die Heimatwelt ist noch nie bedroht worden. Tessia war immer eine Oase mitten in einer Galaxie voller Chaos. Die Reaper stehen kurz davor, das zu ändern. Ich tue, was ich kann. Es hängen mehr Leben von ihnen ab, als eine Seele sollte schultern müssen. Meine Gebete begleiten sie. Danke. Aber Gebete haben einem noch nie so wirklich geholfen, glaube ich. Also, ja, Aktionen schon. Also gehen wir ab nach Tessia. So. Ja, hier ist schon wieder viel zu laut. Viel zu laut ist hier auf der Zitadelle schon wieder. Ich beantrage eine Versetzung in eine Zone mit Reapern, Sergeant. Ja, du bist doch wahnsinnig. Wahnsinnig. Die will freiwillig zu den Reapern? Ist die noch ganz sauber? So, haben wir neue Mails. Nein. Commander? Ja, alles klar.
Gut, dann weiter geht's. Weiter geht die wilde Fahrt. Ohne Pause. So, geheimnisvolles Artefakt finden. Auf geht's. Treibstoff kaufen können wir gar nicht. Test, ja. Let's go. Dann fliegen wir da noch kurz hin. Bisher liegt unter schwerem Reaper-Beschuss. Aktivität auf fast dem ganzen Planeten. Und der Tempel? Erreichen Sie die Wissenschaftler? Negativ. Alle Kanäle auf allen Frequenzen gestört. Die Mission ist höchst riskant. Die Sache ist zu wichtig. Jetzt oder nie. Shepard, es geht um meine Heimat. Ich muss gehen. Dann ab zum Shuttle, es geht los. Okay, das heißt, Liara kommt auf alle Fälle mit. Das war ja klar. Genauso wie letztes Mal Tali auf jeden Fall mitgegangen ist. Okay. Und go, würde ich sagen. Schon wieder? Ach, das ist doch doof. Ich will das nicht. Aber ich nehme auch wieder meine gescheite Waffe hier. Definitiv. Und wir haben Brandmunition, Kryo, Ziehen, Schockwelle. Können wir noch nicht kaufen. Schmettern. Verursacht erheblichen Schaden mit einem Schmetterangriff. Ja, komm, dann machen wir halt mal das. So, passt schon. So, ihr habt auch Level Up. Kann nichts machen, kann nichts machen. Cool, also weiter. Auf nach Tessia. Liara, haben Sie noch etwas über dieses Artefakt? Die Koordinaten der Ratsherren gehören zum Tempel von Athane. Meine Mutter hat mich einmal dorthin mitgenommen. Er ist mehrere tausend Jahre alt. Und aus irgendeinem Grund wird er über geheime Regierungsgelder finanziert. Klingt, als wären wir auf der richtigen Spur. Was ist, wenn wir zu spät kommen? Mein Volk stirbt da unten. Nicht mehr lange. Wir finden den Katalysator und retten Tessia. Wird schon schief gehen. Ja, nach dieser Mission eindeutig. Hey, anschnallen. Das dürfte turbulent werden. Das ist die Mission, die uns Liaras Pluspunkte bringt. Sehr schön. Eieieiei. Das kann nicht wirklich passieren. Meine Heimat. So, ich muss jetzt aber erstmal was checken. Nicht, dass der Sound von meinem Mikro schon die ganze Zeit aus ist. Eine Sekunde mal eben. Und weiter geht die wilde Fahrt. So, ich habe noch einen ganz kurzen Moment. Dann runter! Okay, dann runter. Sie müssen Commander Shepard sein. Ich kann meine Beine nicht spüren. Lieutenant, und jetzt? Nichts bald keine von der Hüfte mehr. Abwärts. Wir was ist, wenn ich gelähmt bin? Ihnen, das wird nicht passieren. Sie haben gesehen, was mit Aileen und Celia passiert. Aileen und Senja, what the fuck? Alles klar, das ist ein cooles Schiff. Da dürfen wir leider nicht hin. Vorräte. Credits. Ach du Scheiße, sind hier schon viele draufgegangen. Alles klar, wir gehen jetzt rein. Wir gehen jetzt rein. Aber wo gehen wir rein? Naja, wir müssen mit Lieutenant Kurin reden. Commander, wir haben gehört... Die Barriere wurde durchbrochen. Commander, wir reden später. Gehen Sie an das Geschütz und lassen Sie es krachen. Jemand sollte... Let's crack it. Auf geht's. Komm, jetzt geh da hin. Feindliche Ziele auf der Brücke. Sie sind an der Barriere. Halten Sie sie auf. Thank you.
Ja, sehr gut. Alles easy hier. Oh. Cool. Das war's schon. Ich will den Jäger in der Luft sehen. Sofort. Stopfen Sie das Loch. Wird erledigt. Ich brauche die Position unserer Scharfschützen. Jawohl, Ma'am. Commander, ich bin Lieutenant Curran. Wir haben Sie erwartet. Mein Befehl lautet, dieses Raster unbedingt zu halten. Okay. Barriere abstützen! Aber unser Quadrant kann nicht standhalten und ich bringe meine Leute hier raus. Das hier ist wichtig, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie müssen mir schon einen guten Grund zum Bleiben geben. Für einen Haufen Schutt opfern wir nicht unser Leben. Wir wollen zu einem Relikt im Tempel. Es ist wichtig. Darum geht es hier? Einer unserer Außenposten hat versucht, die Wissenschaftler dort zu erreichen, aber der Kontakt ist abgerissen. Jäger startbereit machen! Sofort! Tut mir leid, Commander. Ihr Relikt hat so lange durchgehalten, jetzt kann es auch noch ein bisschen warten. Ich habe heute schon genug Leute verloren. Ich ziehe den Rest ab. Nein. Wenn wir nicht zu dem Tempel kommen, ist das hier das Letzte, was Sie je von Tessia sehen werden, Lieutenant. Sie sehen gerade die Auslöschung unserer Spezies. Wir haben keine Rückzugsgebiete mehr. Und Sie glauben wirklich, Sie können das alles verhindern? Ich habe auf Tuchanka und Ranoch bereits zwei Reaper ausgeschaltet. Ich weiß, wie das geht. Und was ist mit den ganzen anderen Reapern da draußen? Irgendwo müssen wir anfangen. Hoffentlich wissen Sie, was Sie tun. Hier, Lieutenant Curran, Stellung halten. Räumen Sie einen Pfad zum Tempel frei. Außenposten Tykes, zu Ihnen sind Leute unterwegs. Die Galaxie soll wissen, dass der Krieg auf Tessia gewonnen wurde. Alles klar. Geben Sie alles. Natürlich. Bam, aber bevor... Oh, da fliegen ja welche. Aber bevor wir alles geben, würde ich sagen, war es das für diesen Part. Ich drücke einmal Quick Save und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin, ciao Leute.